jetzt hier abwärts. Hallo zusammen, wir machen heute eine Schlachtfeldbegehung. Wir besuchen vergessene Bunkeranlagen und ja, wir legen direkt los. Oh. Erst links oder rechts? Oh lala. Aufpassen mit den Löchern im Boden. Los geht's. Meine besten Freunde. Was ein Tor. On the way. Oh Leute, scheiß die Wand an. Ach du Kacke. Uff. Munition. Kurbeln. Über Ketten. Da ist aber nichts mehr, geht nicht mehr weiter da. Es sind zwei Räume und das war's. Guck nach, steck den Rüssel rein. Hier ist noch Holz drin, noch nicht ganz vergammelt. Bänke vorhanden. Hm.
du Kacke. Schutztürme. Hier, wo rutschten die leeren Hülsen runter. Das hier. Und zum Schießen. Ich gehe schon mal da ganz geradeaus hinten durch. Da geht's nach unten. Da hinten geht's runter, da gehe ich nach unten jetzt. Denk dran, immer schön langsam schwenken. Also, das ist ganz einfach. Das oben, da war das Geschütz drin. Das ist ein Geschützturm gewesen. Da oben hat eine Kanone gestanden, mit denen die nach oben rausschießen konnten. Und die leeren Patronen, die sind über diese Rutsche runter rausgerutscht. Aus dem Geschützturm oben raus. Und hier geht's nach unten. Irgendwas. Aber ich vermute, hier geht's nicht weit. Das sieht aus wie eingestürzt. Pass auf, hier ist ein Riesenloch. Ja. Doch nicht eingestürzt. Ach du Scheiße. Ach du Heiliger. Warte mal. Ey, wer hat das gebaut? Ey, wie lange haben die hier dran gesessen? Das ist ja unglaublich. Guck mal, wie weit das ist. Oh mein Gott. Pass auf, hier ist überall die Röhre kaputt. Ja. Aber hier geht's weiter. Bist du gut, dass du weit unten bist? Ja. Das ist Wahnsinn, was hier alles gebaut wurde.
Treppenhaus. Aber diese Treppe gehe ich nicht nach oben. Diese Stufen. Nee, never. Hier ist ein komplettes Treppenhaus, was hochgeht. Und es geht noch weiter. Das geht noch. Warte mal. Lass mich nochmal laufen. Weiter? Hey, der Hebel geht schon mal hier. Was haben wir denn hier? No way. Weißt du, das ist also. Das ist ein Aufzug gewesen. Ich muss mal ganz kurz ein Päuschen machen. Ich habe was im Schuh. Ich mache mal kurz eine Unterbrechung. So, ich hatte jetzt erstmal meine Steinchen aus den Schuhen raus. Und jetzt läuft Florian mal eine Runde vor. Wir laufen immer noch den Korridor weiter und ich habe keine Ahnung, wo es hinführt. Eins ist, was ich merke, es geht immer mehr bergab, es wird steiler. Der Hammer. So. Ne, hier geht's weiter, einfach nur. Hier ist nur ein Stahltor. Ich dachte, hier wäre die Kraftzentrale, wo wieder da hinten steht. Schutztürme. Aber jetzt sind wir hier in sowas wie einem Dom, wie in einer Halle. Immer weiter. Okay, hier geht's hoch. Mal gucken, was hier oben ist. Es ist so riesig hier. Was ist das denn hier? Das sieht aus wie Tanks. Das sind Tanks. Ja, das ist ein Tank. Stein. Das sind Tanks. Ey, irre. Das sind Tanks, sind das. Das hier ist eine Füllstandsanzeige. Wasser, Kraftstoff, keine Ahnung. Hier riecht es aber stark nach Öl, oder? Ja. Ich keul mir gleich ein. Oh, sorry Leute, habt ihr nicht gehört?
Alter Schwede. Jungs, kommt mal hoch, der Hammer. Guckt euch das an. Generatoren. Alter Schwede. Wahnsinn. Absoluter Wahnsinn. Ja, aufpassen, wo du hintrittst. Hier können überall Löcher sein. Ja, da kriegt hier auch locker 1,50 Meter. Mhm. Oh. Ey. Und das hört hier nicht auf. Florian, aufpassen. Komm mal ran auf den Meter. Das geht hier hinten weiter. Hier stehen noch einige mehr. Ich habe keine Ahnung. Das ist Wahnsinn. Das ist du Kacke. Kraftzentrale. Die sind momentan nicht mehr so gut. Ja, aber da ist nur der Wartungsschacht drunter, das geht noch. Solange die hier nicht um ein paar Etagen abschmierst oder so. Ich muss mal da hinten hin. Das ist Wahnsinn, ist das. Oh. Werkstatt oder so. Da hat jemand eine Autobatterie mal reingeschleppt. Und? Irre, oder? Also wenn du mir vom Bunker erzählst, aber... Was machst du denn? Das ist ja verbrochen. Ich gebe mal eine Zähne. Wie groß und gut man Zähne war. Wahnsinn. Ich will mal weiter gucken, was es hier noch gibt. Hier müssen wir jetzt mal gucken, dass wir hier rüberkommen. Mach keinen Scheiß mehr. Nein, nein. Alles gut. Ich kann ja balancieren, so ist es nicht. Hm? Ja, genau. Oh, was haben wir denn hier? Ah. Inhaltsangabe. Danke. Ja. Der ist aus Stahl, ja. Vielleicht. Noch einer. Was geht's hier? Nur ein Raum. Okay. Absolut irre.
hier wieder zurück. Ja, hier musst du mit wachem Verstand sein. Sonst kann es gefährlich werden. Ja. Wer weiß, was wir hier noch zu sehen kriegen. Das war wahrscheinlich ein Ausgang nach oben, der ist eingestürzt. Der ist auch eingestürzt. Ah, noch ein Tank. Ja, Schweröl würde ich sagen, ne? Ja, sieht für mich nach Schweröl aus. Ei, ei, ei. Boah. Ich gehe schon mal wieder eins tiefer. Ich gehe schon mal wieder eins tiefer und guck mich da mal um. Ja, sind beide eingestürzt. Riesenspiegel. Wahnsinn, einfach nur Wahnsinn. Diese Riesentanks. Jetzt gehen wir mal hier wieder runter in diesen Dom. Energiezentrale, Kraftzentrale. Dann wurde dort Strom produziert. Ach nee, nee, bitte nicht. Oh mein Gott. Ich mache mal Pause, bis die anderen da sind. So, wir sind jetzt noch mal, also schon mal wieder langsam zurückgegangen. Und ich habe euch den Rückweg, die Tunnels erspart. Den einen Tunnel hatten wir auch noch mal durchgeguckt. Und der war verbrochen, da ging es hinten nachher nicht mehr weiter. Hier ist der Kollege jetzt einmal vorgelaufen und hat geguckt und er sagt, da hinten ist auf jeden Fall noch was anderes. Deswegen gehen wir jetzt hier diesen Quergang auch noch mal lang, um zu schauen, was wir hier noch zu sehen kriegen. Ja, ich weiß. Das ist genau so eine Treppe, wie da hinten war. Ja. Guck mal, hier, ich mach mal mit der fahrenden Taschenlampe. Ne? Den müssen wir runter oder welchen? Nein, hier. Okay. So, jetzt müssen wir hier lang und dann nach links runter. Okay. Ich dachte schon, die Treppe gehen hier aber nicht. Nein, 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 nein. Also diese Stahltreppen. Hier musst du wirklich aufpassen. Okay. Das ist von der Bauweise her genauso eine Treppe wie die, was wir am Anfang runtergekommen sind. Ich vermute, dass das ein baugleicher Bunker ist an einer anderen Stelle hier. Ja. Hier vorne nicht drauf treten, ne? Nein, nein, hier auch nicht. Oh. Himmel. Mal schon sehen. Ich bin tot, ich bin kaputt. Oh.
geil. Ja. Oh. Moin. Ja. Für die alten Patronenhülsen? Ja, für die Patronenhülsen, die oben verschossen worden sind. Die rutschen dann da runter. Oh. Und der Schiefer sind doch, Mann. So, ich mach die Lampe aus und schalte die andere ein. Ja. Wie ich gesagt habe. Ist das baugleich? Das ist baugleich. Wir haben das ja von außen, haben wir das ja gesehen. Das ist doch hart. Aber hallo. Passt hier bitte mit die Schächte auf, die sind negativ hier. Ah, hier war ein ursprünglicher Ausgang, so ein wie den, wo wir reingekommen sind. Ja. Der ist zu. Wir sehen uns den ganzen Weg schon wieder zurück. Ja, müssen wir ja auch. Geht ja gar nicht anders raus. Und hier ist zugemauert. Ja, ist zugemauert. Jetzt könnte man nämlich sagen, wir gehen dadurch raus. Kommt auch kein Tageslicht rein. Hier ist auch kein Tageslicht. Oh Gott. Wir müssen also den Weg zurück. Was wir dachten, dass die Wetter los ist. Egal. Da ist der Weg. Na, pass auf, hier drunter ist auch wieder ein Schacht. Ja. Hier war auch wieder ein Geschütz, es ist auch weg. Oh. Ja, sind wir durch, was diese Anlage angeht. Hier kommen wir raus. So. Ja. Siehst du diesen Punkt? Hier kommen wir raus. Ja. Oh, guckt euch das an. Ich hatte jetzt hier noch, bevor wir hier reingehen, sind nochmal resettet. Okay. Und das waren bisher fast 1800 Schritte. Hier kommen wir raus. 4800 Schritte. Ich geh mal schon mal nach draußen. Mach das. Pass auf, dass sich aber keiner sehen kann. Denk an, wir sind im militärischen Sperrgebiet. Okay. Schießscharten. Ganz vergessen. Wieso? Geht doch, ganz kleines Loch da drin. Nee, jetzt ernsthaft. Ja, da kommen wir doch durch. Kommst du da nicht durch? Ja, da oben ist die Straße, wo wir lang gegangen sind. Da komme ich durch. Alter, so fett bin ich auch nicht, wa? Ich habe meine 100 Kilo, ja, aber ich bin auch 1,82 groß. So, Leute. Was machen wir? Was denn? In dem Raum, da wo Hansi ist, da ist hier so... Ja, was ist das? Hier am besten da rum. Aufpassen, das Zeug ist morsch. Das hätte schief gehen können. Hier geht's auch nicht weiter, wir müssen da lang. Deine GoPro ist leer? Ja, dann kriegst du prima weg, ich muss da rüber springen. Hier und über die Tür. Hier und über die Tür. Au, oh, hier. Yeah. Erdinger Bier?
Okay. Gott sei Dank mit meinem Sachsenladen. Gott sei mit dir, mein Sachsenland. Ja, meine Lieben. Ja, ich würde sagen, wir beenden jetzt auch hier das Video und verlassen die Bunkeranlage. Wir haben nämlich noch einiges mehr, wo wir hinwollen. Und die Zeit, die rast. So. So, bist du da? Ja, wir hauen jetzt ab. Wir verlassen die Anlage. Ich hoffe, dieses Video hat euch gefallen. Ich werde einige Tunnel drin lassen. Die meisten werde ich aber rausschneiden, weil sonst wird das einfach zu lang und ihr kriegt nicht wirklich das zu sehen, was halt wichtig ist. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und ich sag mal, bis zum nächsten Mal. Ciao.